Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video von Transport Fever 2 Deluxe Edition und mit dem Vorbesteller-Pack, oder ja, einfach Early Supporter-Pack, genau heißt es. Und genau, wir spielen auf einer Map, die ist ziemlich ausgewogen. Die Berge sind ein bisschen runtergesetzt worden, aber sonst zum Beispiel das Wasser ist fast Maximum. Und Waldvegetation ist, glaube ich, auch Maximum. Und Gebirge sind so 2 oder 3 von links. Weil es werden sehr viele Gebirge gebaut und ich sehe schon, ja, es gibt schon ein paar verschiedene Challenges. Jo, und wir spielen hauptsächlich mit Straßenbahnen, also mit Trams, um es ein bisschen schwieriger zu machen, eine Art Challenge. Es ist nicht ganz eine 100% Challenge. Ich möchte die neuen 2023er Fahrzeuge auch noch spielen. Aber ich möchte mich ein bisschen begrenzen. Ich weiß nicht, ob ich später viele Züge auch noch machen muss, um die Städte zu wachsen zu lassen. Das werden wir dann sehen. Flughäfen können wir auch und Schiffe können wir auch machen. Aber eben so ein bisschen die Konzentration auf die Straßenbahnen auf erster Linie. Und halt diese 2023er Fahrzeuge vom Deluxe und Early Supporter Pack auch noch mit rein tun ein bisschen. Und der Rest ist halt das, was wir benötigen. Ihr dürft gerne mir ein bisschen Feedback geben oder eine Challenge weiterhin, also weitere Challenges oder sonstige Sachen. Und jo, wir suchen mal 2 gute Städte. Zum Beispiel hier sind ja 2 relativ große. Ich schaue jetzt gerade noch nicht so auf die Fabriken, aber ja, das ist ein bisschen unübersichtlich gerade. Also einfach auf dieser Map ist es ein bisschen unübersichtlicher. Ja, hier ist auch noch. Ich habe extra die Map genommen, die am meisten Flüsse hat. Damit es natürlich auch ein bisschen challenge-artig ist. Ich könnte hier eine Straßenbahn dazwischen machen, aber ob es genug stark ist, weiß ich nicht. Ich mache jetzt einfach mal hier ein Straßenfahrzeugdepot. Ein Tramdepot. Und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Zum Beispiel hier. Nicht so in die Ecke. Zum Beispiel hier. Es ist ein bisschen teurer natürlich. So, jetzt sind bei Werkzeugen. Ja. Ja, ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber nicht immer so gut. Okay, sieht man fast nicht. Und eben, wenn ihr Feedback habt oder so, ab in die Kommentare. Ich brauche das. Sonst, ja. Weiß nicht, was mit mir geschieht. Bin ich ein armer Tropf. Ein Zopf, du armer Tropf. So, genau. Das wird hoffentlich gut gehen. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir noch Fahrzeuge haben. Also Trams. Es gibt halt einfach so Pferdetrams. Ja. Und jetzt müssen wir aber noch kurz die, die Tram-Haltstellen machen. Und das ist natürlich immer doppelt, dass er das Einfachste macht. Da müssten wir eigentlich, aber für spät ist es gut, wenn wir wieder zurückfahren. Nur mal doppelt machen. Und ja, in der Mitte brauchen wir es ja nicht, oder die Reichweite ist genug. Ja, locker easy. Also für die erste Stadt, ja, sie ist auch nicht so groß, oder? Ja, ich hätte hier unten auch machen sollen. Ja, es ist ein bisschen, ja, so im Vergleich. Aber die Fahrzeuge sind noch arschlangsam. Tut mir leid für den Kraftausdruck. Also ist klar, Ram oder ja, Rohr. Ich tue mal immer abkürzen. Und Tram. So, die meisten machen ja Livestream, Let's Plays oder so, Gameplay-Videos. Und den Kreativmodus, den mache ich nicht. Ich bin kein Kreativmodus-Typ. Ich baue auch so schön und schnell und so weiter. Und deshalb, ja, tue ich das natürlich jetzt nicht so machen. Aber wenn ihr das gerne sehen wollt, ja, eben ab in die Kommentare. So. Egal wie, aber es ist schon relativ leicht, Geld zu verdienen. Ich habe ja auch leicht. Jo. Also jetzt müssen wir anmachen. Wir haben einmal Geschwindigkeit. Wir können das aber erhöhen, damit ihr schneller an verschiedene Fahrzeuge kommt. Genau.
Und wenn es ein bisschen Lags gibt, das liegt einfach am Spiel. So diese kurzen, oh, da kommt ein Tram raus und ich weiß es nicht, die Performance wurde nicht bei mir besser gemacht. Also für mich gibt es halt immer noch diese Mikro-Lags, zum Beispiel jetzt hier. Einfach irgendwie kann gerne jemand schreiben, aber für mich hat es eben gar nichts gemacht. Was ich machen kann, ist kurz, seht ihr, glaube ich, oder? Seht ihr nicht? Doch, ja, ihr seht es. Hier auf Details gehen, danach auf Transport View 2. Und sie nur finden, gibt keine Suche, ne? Transport View 2, wie bist du? Das muss man halt immer wieder machen, es wird immer wieder resettet. Da, Rechtsklick, Zugehörigkeit festlegen und der erste Kern wegnehmen, der Nuller-Kern. Ich weiß nicht, wieso der Kern, die Kernanzeige bei 0 beginnt, aber jo. Genau. Ja, und jetzt geht's weiter. Also eben die Straßenbahn auch immer noch mega langsam. Das haben sie realistisch gemacht, aber nicht so hingebogen im Spiel. Man verdient einfach kein Geld. Und wenn, dann halt immer nur in Ratten, in recht langen Ratten. Deshalb einfach immer mit Städten beginnen und kleine, ja, Firmen verbinden zu Städten. Und ich sehe jetzt gerade keinen Bauernhof, Lebensmittelfabrik. Hier aber, es ist zu weit weg. Zum Beispiel hier. Würde ich gerne machen. Wir haben ja noch Geld. Es leckt immer noch. Also, es tut einfach so komisch. Das Spiel ist total überfordert mit, also die Engine. Es ist total überfordert. Das finde ich nicht so gut. Und jo, kleinere Maps will ich auch nicht spielen. Das ist langweilig. Also da müsst ihr unbedingt mal kurz, ja, mir ein paar Tipps geben, wie das am besten geht. Oh nein, da kein Brot. Lol, ich habe falsch geschaut. Das Paket, das Brot gesehen. Oh. Es leckt nicht mehr so, hä? Es leckt manchmal beim Einlecken, beim Einzügen. Okay, das ist aber nicht so gut. Das heißt, was machen wir jetzt? Bis hier hoch? Bis hier runter? Wieso sind die Maps manchmal so unfair? Okay, da haben wir ein bisschen verschießen. Okay, dann machen wir das erstmal nicht. Haben wir also ein bisschen Geld verschwendet. Aber wenn das nicht so gut geht, dann muss ich es nicht machen. Bei. So runter könnte ich schon kommen, aber nee, es bringt nichts. Also, dann machen wir das mal anders. Wieso sind hier 5 Bauernhöfe? Ach lieber, die Game Designer, kriegt mal etwas hin, bitte. Einfach so performance-lastig und ja, nicht immer so mega automatisiert, bitte machen. Einfach so ein bisschen, ja, trocken, dass irgendwelche Firmen ein bisschen näher dran sind, bitte. Liebe Entwickler, macht das bitte. Hier ist Brot. Also Lebensmittel. Aber es sind auch wieder keine Städte mit Brot und Lebensmittel. Hier. Aber hier ist kein Bauernhof. Kohle. Irgendwas mit Kohle oder mit Öl. Ja. Gut. Ich habe das. Wir machen einfach eine Stadttour. Ein bisschen um, ja, mit der Stadt verbinden. So. Gut. Also wir müssen hier hin. Geht sie das jetzt wieder? So. Dann müssen wir hier hin. Dann müssen wir hier hin. So, also das müssen wir auch machen. Reib. Warte kurz. Kuhwalk. Das wird die größte Stadt von unserem Gebiet. Also, ja, was ist es? Treib. Die Treib und ohne Stoff. Das sind keine mehr. Ja. Okay, dann haben wir das richtig. Station hinzufügen.
2, 3, 4. Oh, die haben Treibstoff. Sie können mit den Pferden tanken gehen. Wunderbar. Hey, das ist dann aber. Hey, das wollte schon jeder. Wieso wollte das immer jeder? Von vorher. Das ist doch easy, das machen wir doch gerne. Jo, alle Güte natürlich. So. Ich hätte tropisch nehmen können oder ich hätte Steppe nehmen können oder so, das ist Rocky Mountains halt. Aber mir gefallen die anderen nicht so. Also tropisch sieht cool aus, hat aber nicht so Flüsse. Ich musste eigentlich gemäßigt nehmen. Europäisch. Ich habe halt keinen Mod drin, wo man alle Fahrzeuge irgendwie bekommt. Aber ja, wir können dann auch die anderen zwei Maps noch machen. Mit einer anderen Challenge, mit einem anderen Layout. Also tropisch möchte ich gerne mit kleinen Inseln machen, wenn es geht. Und Rocky Mountains möchte ich gerne, also amerikanisch möchte ich gerne sehr großen Canyons machen, also sehr hügelig wahrscheinlich oder so. Wir werden sehen, wie es aussieht. Ich habe schon mal eine Map im Livestream gemacht auf Twitch. Das war vor ungefähr einem Jahr, das waren 2 Jahren. Da bin ich recht weit gekommen und da haben wir immer so kleine Hügel gehabt, so, wie sagt man denn, Vulkane oder so, also in der Mitte offen. Und ja, da habe ich einfach mein Ding, das können wir eigentlich auch schon machen. Oder kostet das viel, Hauptquartier, genau. Kostet das viel? Ich glaube, das kostet gar nichts, oder? Genau hier an den Schlitz. Markschlitz. So. Also wir müssen das merken, dort wo die Flüsse zusammenkommen oder auseinander gehen, die nach Norden abschweifen. Ja, ganz im Süden. Okay. Und wo steht denn das? Der Wert, der sinkt. Aber die Einnahmen sinken jetzt auch, aber das ist klar. Okay, die Städte wachsen. Und die Finanzen gehen jetzt momentan runter, das ist klar. Das ist hier unten. Einnahmen 4000. Ah ja, weiß es. Ja, von den Darlehen ist, die vor dem Spiel generiert wird. Also, hier haben wir schon mal. Recht gut. Ich habe noch genug Geld. Jetzt machen wir einfach die Straßenbahnlinie weiter. Das muss ich ja vielleicht zeigen. Spieleeigentum. Nein. So, hier müssen wir auch schauen, wohin sollte. Wieso geht es bis dorthin? Das ist dumm. Einfach nicht gerade so praktikabel. Ja, komm schon. Jetzt. So, sehr gut. Also müssen wir wieder diese Bushaltestellen, Bus- und Tramstation. Genau, hier zum Beispiel. Da mache ich ganz außen, weil hier wird sowieso gebaut. Wir machen ja ein bisschen weiter außen. Und hier oben natürlich auch. So, damit der wieder kehren kann gleich. Und eine neue Linie, das ist Ober. Ich hoffe, es gibt kein anderes Ober. Aber dran. Wieso gibt es Straßenbahnen nicht mit Bahn? Ich würde eine Only Straßenbahn-Challenge machen. Aber mir ist aufgefallen, ich glaube, es gibt es nicht, oder? Auf jeden Fall. Ja, Obertram, ich muss natürlich noch die Station mal. Ich bin nicht mehr so drin, also ich spiele einfach zu wenig. Immer wieder. Ich habe einfach zu wenig Zeit, weil ich ja so lange livestreame noch. Immer, jeden Tag, meistens so ab 15 Uhr auf twitch.tv/dragobase könnt ihr da
ja, mitschauen. Bis ungefähr um 2 Uhr morgens meistens. Also ab jetzt. Genau. So, nein, nicht in neuer Linie. Hallo? Hey, nicht warten. Hä? Wieso wird das nicht gefunden? What the fuck? What the fuck? Ist das. Ah, das ist nicht connected hier. Oops. Nicht die Werkzeuge. Nervst. Transportfieber trollt mich. Ja, jetzt geht's, weißt du, mit einer Kreuzung geht's. Also, dann muss ich das nochmals richtig machen. Der Marktplatz ist jetzt auch drin. Automatisch! Oh, Transportfieber, du kannst was? So, deshalb ist es nicht gegangen. Das sollte angezeigt werden. So, dann machen wir noch eine Linie. Dann machen wir mehrere. Und das ist einfach die, nein, nicht die Kuh, sondern die Rohr Ober dran. Ja. Trans, nein, so, und da müssen wir jetzt mehr kaufen. Wir haben noch genug Geld. Irgendwie geht uns Geld gar nicht runter. Ich habe das noch nie mit Straßenbahnen gemacht. Ich weiß es nicht. Was soll ich jetzt sagen? Ich sag Tram. Das Tram. Woher kommt es aus der Schweiz? Mit 5 Kräutern. Von Ricola. Nein, von der Schweiz. Ja, genau. Und Ricola. Okay, die teilen sich schon auf. Die zwei müssen dann mal wieder nach hinten, oder? Ne, einer geht nach rechts. Der geht nach links, okay. Die teilen sich schon ein bisschen auf. Jetzt gucken wir mal. Der braucht eben Brot, aber es ist kein. Es ist, da ist der nächste. Also das Lebensmittel meine ich. Ja, ich sehe gar keine Flamme, also keinen Treibstoff da unten. Hier ist ein bisschen zu weit weg. Okay. Dann Dorfbach, Waren. Da haben wir mal schon 2 für Waren. Waren müssen aber noch zu Pakete oder zu Waren gemacht werden. Ah, das sind die anderen. Ich dachte Werkzeug. Oh nein, ich Werkzeug. Die anderen halt. Was sind die anderen, die Holzbretter brauchen? Genau, die Werkzeuge, genau. Okay, ich hab das verwechselt. Und hier brauchen wir noch Stahl für Maschinen. Genau, also Backsteine haben wir überhaupt nicht auf dieser Map. Da. Aber keine Steine. Ja, manches geht irgendwie so gut, wenn man so so viele Sachen mal platziert, gehabt, eingestellt hat. Es geht nicht so gut. Also hier würde ich dann auch machen. Das machen wir doch noch schnell. Ja, ja. Und genug Zeit. Aber es ist immer noch im Minus. Machen die immer Minus? Ich habe einfach nicht gutes Plus. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Challenge einfach fehlschlägt, weil ja, die Finanzen einfach nicht gut balanciert sind. Ich müsste sonst noch mal ein bisschen extra Ding machen oder hier zum Beispiel trennen. Okay, gucken wir mal. Das war hier irgendwo. Das war hier. Die gehen jetzt zum Treibstoff. Und die anderen kommen zurück. Wo? Hä? Aber manche. Ah, manche haben einfach Öl, Öl. Ja. Genau, die haben schon Öl. Der hat irgendwie. Ja, er kann zurückgehen.
Der hat auch Öl, aber nicht genügend. Der hat auch noch nicht so genügend Öl. Ist er denn noch schwach? Okay, der hat wieder Öl. Aber schaut, wie viel Minus die schon machen, nur weil sie hier schon zur ersten Strecke gehen müssen. So langsam. Ich weiß es nicht, also es klappt einfach nicht ohne Züge. Ich müsste eigentlich Züge machen. Die mache ich einfach mal hier. Testweise oder so. Sonst haben wir einfach zu viel Minus. Ja, ist ja blöd. Hallo, kannst du das nicht ohne braun zu werden? Oh. Schade. Ich glaube, ich brauche nicht so lange, oder? Ja. So. Und du gehst ungefähr hier hin. Kannst du das auch bitte machen ohne das Haus? Das ist dumm. Kopfbahnhof. Wer da? Ja, nicht alle. So, jetzt müssen wir noch die Gleise natürlich machen. Und das mache ich doch am besten hier hinten durch. Das sieht nicht so schön aus, immer mit diesen braunen Dreckablagerungen. Aber was soll man noch? Also hier in der Warenfabrik muss ich ja noch nicht hin, deshalb mache ich noch nichts da. Nichts da mit dem Mazda. Platz da mit dem Max da. Weg da mit dem Weg dran. So, und das Depot mache ich hier hin. Schön hier so ein bisschen an den Waldrand. Und dann sind wir eigentlich fertig mit der Linie. Gut. Neue Linie. Ja, danke schön. Zeigt euch das an. Darmbeck. Leben. Ich habe nur ein Leben auf dieser Linie. Nur ein Leben, nicht sieben. Warte, nein. So. Fertig. Kann abgeholt werden. Was soll das? Leben. Ich knick's was denen. Wieso zwei Linien gemacht wurden. Aber ich brauche nur eine Linie. Nein, nicht umschauen. Also du, Spanisch-Brötli-Bahn. Ich glaube, es ist die Spanisch-Brötli-Bahn. Ich weiß, es heißt einfach D13. Hä? Könnt ihr nicht Deutsch? Na, no, das ist wieder so. Gottchen, ich mag das nicht. Ich bin nicht so multikulturell mit Waren. Ja, dann brauche ich doch zwei. Brauche ich so viele Züge? Zwei Züge? Kann der nicht wechseln am Bahnhof? Die Dinge wechseln. Ich denke, das reicht. Okay, ich habe weniger. Aber ich hoffe, der macht Plus. Und du mal produzieren und nicht legen. Nein, Zug. Du musst nicht erschaffen werden. Ja, sonst muss ich irgendwie die Grafik ein bisschen runterschreiben. Ich habe halt alles auf Maximum, glaube ich. Ja. Das liegt nicht an der Grafikkarte oder an der RAM oder am CPU. Ja, ein bisschen vielleicht mehr an der CPU, stimmt. Aber ja, das Spiel ist ja total überfordert.
der Entwickler macht vieles halt einfach nicht. Er entwickelt, aber hört nicht so auf die Spieler, oder? Und ich weiß nicht, die machen schon lange Transport Fever 3 oder so etwas. Wetten? Wer wettet auf Transport Fever 3? Wer wettet auf Train Fever 2? Wer wettet auf etwas Neues? Ab in die Kommentare. Ja, das sind 16. Und wir haben falsche Waren drin. Wird wahrscheinlich nicht voll sein und er macht auch Minus. Ich werde bankrott, lieber Zuschauer. Ja, Mitspieler sagt er auch. Ihr spielt auch mit. Ihr macht die Passanten. Ihr spielt jeden Passanten hier auf dem. Ich möchte so viele Zuschauer, wie ich Passanten habe. Und das innerhalb von 10 Tagen. Jetzt müsst ihr mir spenden. Der arme Drago mit seinen Krankheiten. Boah. Wo steht denn das, wie viele? Ah ja, das ist der Mod gewesen da. More than indicated, more. Ja, was? Da hatte ich da unten eine Anzeige. Ja, das sind nur transportierte Passagiere. Gibt es einfach nicht mehr. Viele Mods funktionieren nicht mehr so richtig. Also es ist voll, 20 von 20. Das heißt, ich könnte ihn wieder umdrehen, damit er wieder hier hingeht. Ja. Und Dumbeck muss halt wirklich gut. Ja, sonst muss ich hier noch eine Straßen. Ein Depot für Lastwagen. Warendepot machen. Jo, aber ich finde, ja, es ist gut platziert. Hier können noch Häuser entstehen, hoffentlich. Und ja. Es sieht süß aus, unsere Büroklammer. Hallo. Ja, ich habe lange gebraucht, um dieses Spiel auch mit den Sounds einzustellen. Es kann noch zu leise sein, aber es war dann sofort zu laut. Ich muss mal schauen, es gibt halt zu wenige Regler. Die Musik muss ja auch nicht unbedingt so gut hörbar sein. Ist halt nur Dudelmusik. Ist jetzt nicht gerade so die. Aber diese Bauernhöfe müssen weg. Die auch. Nur der muss bleiben und die zwei müssen weg. Was ist das für eine Map? Also es ist verdammt schwer. Sie ist völlig crazy mit Waren vollgestopft. Weißt du, wenn ich sage, ja, ich möchte sehr viele Firmen haben, also ja, Fabriken, dann möchte ich gerne aber auch die unterschiedlichsten Fabriken in der Nähe haben und nicht so ein Mega-Chaos. Wo es 20 Bauernhöfen im Norden gibt und im Süden gibt es keine. Zwei. Aber ja, bitte, liebe Entwickler, mach da mal noch ein bisschen mehr. Wäre nicht schlecht. Sonst ist eigentlich alles super. Also ich liebe halt solche Spiele. Okay, ich liebe sie, deshalb kann ich auch kritisieren. Aber es ist halt schon ein bisschen auffällig. Jetzt mittlerweile ist es leckfrei. Aber bis das alles geladen ist, liebe Entwickler, mach doch mal vorwärts. Gut, jetzt schauen wir nochmals auf die Finanzen. Ja. Also das ist klar hier. Das macht ein bisschen Minus, ein bisschen mehr Minus. Das auch. Das sind einfach diese Distanzen. Es geht noch nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen größer machen, die Geschwindigkeit. Ich mache mal viermal. Und ersetze die so schnell wie möglich, wenn wir dann Geld haben. Aber Geld werden wir wahrscheinlich nicht so schnell verdienen. Boah, bist du langsam. Ja, ich habe jetzt extra noch nicht auf schneller gemacht, aber ich mache jetzt mal noch schneller, aber wir werden wahrscheinlich in diesem Part noch bankrott gehen, wenn nichts passiert. Das ist einfach heftigst, oder? Wieso kann man nicht so beginnen, wie man will? Also, das Spiel wurde anfangs, es ist allgemein einfach zu realistisch gemacht. Du kannst doch nicht mit 10 Minuten Fahrten Geld verdienen. Die sollen einfach für Pferde fast null Ding machen. Und für Stationen auch, die so alt sind.
einfach mal null Kosten. Dass man einfach mal beginnen kann und die halt dann nach 10 Jahren schon weg sind, oder? Man braucht doch Pferde 10 Jahre später nicht mehr. Ja, okay, 20 Jahre später, aber ja, irgendwie mehr, 25 Jahre oder 30 Jahre später gibt es dann, glaube ich, die ersten Fahrzeuge. Und die sind sofort viel schneller, also einfach auch vom Tragbaren, also die Kapazitäten sind höher. Es geht ab dann los und am Anfang, die ersten 25 bis ja, 35 Jahren, ist es schleppend und deshalb dreimal für die Geschwindigkeit und jo. Auch sieht süß aus, also man kann auch mitfahren, man kann auch reingehen, ja gut, gehen wir halt nicht rein. Hallo. Guten Tag, Herr Chauffeur. Der Chauffeur. Ohne Uhr. Chauffeur. Straßenbahn. Gesellschaft. So. GmbH. Jo, es macht Spaß. Es ist mal eben ein bisschen etwas anderes mit Straßenbahn. Ich habe sonst, ja, so ungefähr 20 Jahre immer gewartet, irgendwie. Straßenbahnen sind einfach am Anfang wirklich nicht effektiv. Später sind sie dafür ein bisschen effektiver als die Busse. Jo. Aber sie sind nicht so übermächtig. Sie kosten, glaube ich, viel oder so. Jo, ich denke, ja. Das ist schon 31. Dankeschön, OBS fürs Handling. Immer so winzige Zahlen. Ja, nein. Ich bin völlig am Quasseln gewesen, ich habe ein bisschen überzogen. YouTube macht dann natürlich nicht mehr so schnell das Hochladen. Okay, das Geld, jetzt verdienen wir. Jetzt verdienen wir. Das heißt, also es geht jetzt wieder ein bisschen, jetzt geht es wieder ein bisschen zu Minus wahrscheinlich. Aber dann hat er dann wieder ein Plus. Da verdienen wir Geld. Und sonst tue ich den zweiten Part mal ein bisschen später mit 0 Geschwindigkeit da unten, also 0 weiterführende Jahre. Machen und dass wir ein bisschen Geld haben. Jetzt ist schon wieder Minus. Meine Güte, liebe Entwickler, macht da mal etwas bitte. Sagt mir mal, wie findet ihr das Spiel und ja, was würdet ihr eben auch gerne verbessern? Es gibt gute Ideen, die ich noch aus alten Transportspielen kenne. Die sollten sie unbedingt auch einbauen. Ich war aber schon glücklich, als sie diese Fabrikschließungen und Gründungen gemacht haben. Aber es werden mit selten mehr Firmen geschlossen als Firmen gegründet mit sehr hoch. Dumme Entwickler. Ach Gott, ich gehe nach Schaffhausen und kritisiere mal diesen urban Zeugs da. Die sollen nicht so urban sein, die sollen modern sein. Also die sollen up to date sein. Also, Tram. Challenge. Gut, dankeschön fürs Schauen. Eben kritisiert mich ein bisschen. Nicht loben. Doch lobt mich auch ein bisschen. Ich bin ein armer, kranker Mensch. Tut mir leid, ich habe so viele Krankheiten. Da kann man nicht so mega overhypend sein. Bitte einfach ein bisschen unterstützen. Ihr macht das gut, aber es kann besser werden. Und ja, ich zwinge euch nicht, aber es ist so geil, dass hier ein Wald ist. Oh, ich quassel zu viel. Also, ich bin einfach so mega gehypt. Tschüss.